Seit über 20 Jahren wurde sie verlassen. Die Grundschule von Sopos. So wie diese Schule gibt es im ganzen portugiesischen Hinterland mehrere hundert Schulen. Sie wurden geschlossen, verlassen und vergessen. Nicht nur diese Schule, nein, alle anderen gleicher Bauart stehen ebenso leer. Sie sehen alle gleich aus. Es gab einen kleinen Vorraum und den eigentlichen Unterrichtsraum. Die Toiletten waren nur für die Lehrer, die Kinder mussten hinter die Büsche. Die Schüler kamen zu Fuß. Teilweise mussten sie einige Kilometer laufen. Kein gewöhnlicher Schulweg, es ging über Stock und Stein. Bis in den 90er Jahren wurde hier unterrichtet. Von der 1. bis zur 4. Klasse musste man hier die Schulbank drücken. Die Schule wurde letztendlich geschlossen, als nur noch 3 Kinder in den Unterricht kamen. Seitdem werden alle Kinder in den nächstgrößeren Ort auf eine zentrale Schule geschickt. Durch die Schließung der Schule verloren auch weitere infrastrukturelle Einrichtungen ihre Bedeutung und wurden ebenfalls geschlossen. Darunter zählt auch diese kleine Polizeistation. Heute, ja heute wartet alles nur noch auf eins. Darauf, dass die Natur sich alles zurückerobert.